Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Beyond. Letztes Mal war eine reine Farming-Folge. Dieses Mal wird wieder eine Technik-Folge. So, wo fangen wir denn an? Solarzellen. Fangen wir erstmal bei Solarzellen an. Ich habe die Solarpanel 2 inzwischen schon gemacht. Ja, und habe hier schon vorbereitet. Lapis haben wir ja letztes Mal geholt. So, das heißt, die Solar 2 haben wir. Jetzt wollen wir die 3 machen. Für die 3 brauchen wir Eisenblöcke. Da haben wir 3 Stück mal gemacht. Upp. Wir brauchen... Moment, wir könnten mal gucken, wie viel wir von denen rauskriegen. Dann haben wir die da oben wieder rein. Also brauchen wir 7 Dings da. Also 7 Stück können wir machen. Ich habe ja auch noch ein paar Crafting Table hingesetzt, dass wir mehr Platz haben. So, 7. Dahin, glaube ich. Und dann die Solar 3. Das reicht natürlich nicht. Okay, dann müssen wir davon noch welche machen. Nein, das will ich, da nicht haben. 3, 6, 12 braucht man noch. Nein, 4. Doch, 12. Muss ich gerade mal überlegen, wie die... Also, 2er braucht man. Genau, 12 2er braucht man noch. Das werden wir jetzt wahrscheinlich nicht hinkriegen. Einmal so, einmal Redstone und dann Holz. Nein. Ich möchte relativ flott das machen. Aber nicht so. Deshalb drücke ich auch ein bisschen aufs Gas. So, fehlt noch Holz. So, 15 von diesen Teilen haben wir noch. 3. Dann brauchen wir noch Pistons. Hä? Ach, die sind gleich hier rüber gerutscht. Das ist ja geil. 1, 2, 3 und ein Stack Eisen. Habe ich die Tür zugemacht? Ja. Möchte nämlich nicht unerwartet Besuch bekommen. So, die hier. Dann brauchen wir Redstone, glaube ich. Schon wieder. Da habe ich schon das Modular Storage rein. Redstone und Holz. Ja, ist ja wurscht. Wir können hier ja voll ballern. Gut, davon haben wir keine mehr. Na, das verrutscht immer. Egal, hauen wir so raus. So. Dann haben wir von denen genug. Die Pistons sind drüben. Wir werden so oder so später noch mehr. Oh Gott. Das reicht gar nicht. Wir brauchen noch 4 von den Dingern, Alter. Ich will das machen. Das Problem wird sein, am Ende haben wir keine Ressourcen mehr. So. Haben wir alles hier aufgebraucht und dann haben wir keinen... Geht's nicht mehr weiter. So. Okay, kein Platz mehr. Egal. Gut. Nochmal 16. Das reicht aber auch nur für zwei weitere. Wir brauchen noch 2. Axt.
Wir haben aber kein. Doch, Glas haben wir auch noch ein bisschen. Eisen haben wir auch noch ein bisschen. Ey, ich habe gerade wieder so viele Stacks Eisen eingeschmolzen und jetzt ist schon wieder fast alles weg. Ich darf nicht so viel Eisen verschwenden. Ah, da ist auch noch Eisen. Okay. Das ist gut zu wissen. Ach, das nervt mich. So. Wir brauchen noch 5. Nein, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Wenn das jetzt wirklich an der geringen Anzahl scheitert, dann. Ich brauche noch eine verdammte Solarzelle. Und ich habe kein Glas mehr. Doch, ich habe noch ein Glas. Mehr habe ich nicht. Das ist nicht wahr. Das ist ein schlechter Scherz. Ja, und hier ist natürlich jetzt auch kein Sand. Meine Herren, hey. Nee, wir machen da jetzt nicht den Sand wieder rein. Es denkst du nicht, dass es wirklich an einem so einem Ding hängt? Wir könnten doch hier mal ein bisschen Koppel rein. Oh nee. Segmel? Ja. Können wir doch Segmel. So, 3 Glas. Und kein. Wir haben 4 Crafting-Table und keiner frei. Jetzt habe ich plötzlich. Ach so, ja, okay. So. Das. Und nimm das. Eine einzige verfluchte Solarzelle. Und fertig. So. Gut. Und jetzt brauchen wir noch diese Redstone Repeater. Fackeln. Warte mal, Moment. Wir brauchen 7 Stück. Also brauchen wir 14 Fackeln und 21 Chiseled Stone. Aber wahrscheinlich geht es auch mit dem. 1, 2, 3, 7. Und 14 Fackeln habe ich gesagt. So, nochmal so und so. Gut, Redstone Repeater haben wir auch. Und dann hauen wir das da rein und dann haben wir BÄM! 14 Solarpanels, die natürlich in der Nacht auch nicht arbeiten. Das ist schade. Aber nicht so wild, weil die sind schon viel besser. Die hier generieren gerade mal 1 und die generieren 32. Will ich doch gerade mal gucken, was die hier kosten. Nee, das ist einfach zu hoch. Wo ist deine Spinne? Hier ist irgendwo eine, ich höre sie. Aber wo ist sie genau da?
Okay, auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Spinne. Nein, 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 das lassen wir jetzt lieber mal. Geht hier was? Gravel kommt da raus. Warum brennt er jetzt nicht weiter? Oder warum crusht er nicht weiter? Okay, egal. Wir waren mit diesem Teil hier fertig. Dann können wir hier mal kurz ein bisschen ausräumen. Den Brownstone habe ich jetzt mal draußen angefangen hinzulegen. So ein bisschen zumindest. Das machen wir nachher noch ein bisschen. Wir haben hier jetzt vor. So, Moment. Etwas Neues zu bauen. Und zwar brauchen wir ja natürlich auch für diese. Den Builder. Builderblock, den wollen wir ja machen. Brauchen wir auch einen Maschinenframe. Ah, dann brauchen wir zwei davon. Dann brauchen wir noch mal ein bisschen Lapis. Das ist gut, dann können wir das gleich zusammen machen. So, also Maschinen. Dann machen wir doch einfach den kurz, ne, weil Clay. Haben wir hier. Haben wir da. Okay. Die Enderperle habe ich die hier. Jawohl. Okay, dann machen wir das hier rein. Machine Block. Redstone. Ist so. Wenn das Zeug hier durch ist, ist alles gut. Und dann kümmern wir uns jetzt. Wir brauchen auch einen Speicher. Deshalb haben wir uns entschieden für den Modular Storage. So rum. So. Für dieses Ding haben wir uns entschieden. Und dafür sollte ich sogar eigentlich alles im Inventar haben. Und deshalb brauchen wir noch. Storage. Dieser Zombie, Alter. Brauchen wir noch Speicherkarten. So wie eigentlich beim ME auch. Und da müssen wir anfangen mit Modular Tier 1. Dann machen wir die 2. Wir haben kein Netherquarz mehr. Und keine Kiste. Kann das denn sein? Machen wir einfach noch ein paar. Ist ja kein Problem. So, dann Modular Storage Tier 3. Der kann schon mal 200. Der hier kann nur 100 Stacks inne haben. Und dann machen wir noch den Dreier. Der kann dann 300 Stacks haben. Ja, das ist nämlich schon eine ordentliche Hausnummer. So, und da hauen wir den. Also der braucht Saft, glaube ich. Oder braucht er nicht? Braucht er jetzt Saft oder nicht? Ne, braucht er gar nicht. Der braucht keinen Saft. Ich dachte, der bräuchte Saft. Na, umso besser, Leute. Umso besser. Der hebt auch, was drin ist. Ja. Der schmeißt es nicht wieder raus. Auch ganz praktisch. So, den machen wir dahin. Und dann bin ich gerade am Überlegen, ob wir uns nicht noch einen machen. Gerade mal gucken. Eigentlich hätten wir alles außer dieses Maschinendingens. Und das haben wir, das kriegt man eigentlich auch recht flott hin. So, dann machen wir nämlich, dann habe ich jetzt eine gute Idee. Wir machen uns nochmal so ein Teil. So ein Teil. Dann müssen wir uns nochmal, jetzt haben wir wieder keine Kisten mehr. So, dann brauchen wir, wie gesagt, den hier nochmal.
den hier noch mal und den hier noch mal. So, jetzt haben wir schon 600 Stacks Platz und das ist schon ziemlich gut, würde ich sagen. Und dann kommt hier nämlich die Ender Chest hin. Oder? Ja, würde ich schon sagen. Lass mal die da hinten ins Eck packen. So. Muss man natürlich noch einen Farbcode vergeben. Was machen wir denn? Blau. Blau-rot. Schwarz. So, also nochmal. Blau, rot, schwarz. Es wird ja hoffentlich keiner haben. Ach, damit geht es gar nicht. Dann machen wir einfach mal hier blau. Das sollte ja im Moment auch noch nichts drin sein. Haben wir keine anderen Farben? Komisch. Okay, Subi. Also, wir haben schon einiges, was wir brauchen. Bronze nehmen wir mal mit. Wir brauchen natürlich jetzt noch Energy Conduits. Dazu müssten wir 16. Ne, wir brauchen eine Dingsda-Zahl. Dazu brauchen wir Eisen und Redstone geschmolzen. So, dann hauen wir den Gravel halt hier nochmal rein. Warum haben wir hier kaum Strom? Regnet es oder was ist los? Eigentlich ist doch Tag. Ja, sieht so aus, als würde es regnen. Zumindest draußen, bei mir hier nicht. Aua. Gut, hier. Conductive Iron. Gut, haben wir eigentlich alles schon gemacht oder wie schaut's denn aus? Nein, haben wir nicht. Den hier brauchen wir noch. Wir müssen den Bilderblock ja auch machen. Oh, jetzt habe ich eins zu viel. Naja, was soll's. So. So, und der braucht wahrscheinlich irgendwelche Upgrades. Das müssen wir jetzt mal noch rausfinden. Upgrade. Ich habe nämlich keine Ahnung. Open Manual. The Builder Base is one of the most versatile machines. Okay. Ja, der kann ziemlich viel. Ist okay. Silk Touch Fortune. Okay. Oh nein. Dann suchen wir doch mal hier. Upgrade. Seal. Aber ist es für den hier?
Okay, hier kann man sagen, okay, er soll nach unten. Oder so. Strom braucht er auf jeden Fall. Silk. Hier haben wir Upgrades. Und das hier ist, glaube ich, auch, das ist auch RF-Tools. What the hell? Okay, ich glaube, das lassen wir mal mit dem Silk Touch. Der kriegt dann Strom über dieses Teil hier. Keine mehr da. So. Aber wir brauchen auch noch dieses hier, Conductive Binder. Sonst können wir nämlich gar keinen Strom produzieren. Wir haben noch 24, reicht es? Das könnte reichen. Das reicht. So. Hier rein. Das haben wir gesagt, nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit. Was wir noch machen müssen, ist uns irgendwie... Wir müssen irgendwie teleportieren können. Ich weiß aber noch nicht wie. Oder ich werde halt irgendwo weit entfernt mir irgendwas... Warte mal, Item Conduit brauchen wir auch noch. Ja, wie kriege ich dich? Enderperle und Eisen war das genau. Enderperle. Enderperle, Eisen. Ja, komm, geh doch mal weg hier. Also du brauchst mir viel zu viel Strom. Okay. Wir werden jetzt noch das, hier, dieses Ding hier machen, ja, das Item-Conduit. Und in der nächsten Folge werden wir uns irgendwo hingehen, und diese ganze Geschichte hier aufstellen. Das heißt, wir werden spätestens da automatisch unsere Ressourcen bekommen. Ja, freue ich mich schon drauf. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.